ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Irene und ich freue mich, dass ihr da seid. Ja, wir sind jetzt mittlerweile beim dritten Video. Ja, das zweite war schon ganz gut, aber was ich gelernt habe, ich muss lernen, geradeaus zu gucken, damit ihr dann auch das Gefühl habt, beziehungsweise nicht das Gefühl habt, sondern dass ich euch auch angucke. Ja, was soll ich euch sagen? Ich dachte eigentlich so mit fast 52 Jahren habe ich gelernt, geradeaus zu gucken. Nein. Aber ich hoffe, das klappt jetzt so und das funktioniert alles. Und das ist ja genau das, was ich gesagt habe. Wir werden Schritt für Schritt, werden wir gemeinsam diesen Weg gehen und das irgendwann auch hinbekommen, dass wir irgendwann das perfekte Video haben. So. Was gibt es heute? Nicht wie gewohnt ein Unboxing von einer Beautybox oder von einer Foodbox, sondern ich habe ja gesagt, es wird öfters Verlosungen bei mir geben. Und jetzt steht ja Ostern vor der Tür. Und da habe ich mir dann überlegt, ich mache euch eine kleine Verlosung, passend zu Ostern. Das soll aber ein Dankeschön sein für meine bisherigen Abonnenten, die diesen Weg mit mir gegangen sind, für alle, die neu hinzukommen und dann bitte auch bleiben. Also das heißt, bitte nicht immer nur für Verlosungen, wir abonnieren, dann deabonnieren, wir abonnieren, dann deabonnieren wir. Das fände ich blöd, ganz ehrlich, weil es soll ja wie gesagt ein Dankeschön sein dafür, dass er diesen Weg mit mir geht und er ja wirklich manchmal noch etwas holprig ist. Aber ich sag mal, so schlecht sind meine Videos nun auch nicht, ja. Also gehe ich mal gar nicht auf diese Dislikes ein. Ich versuche mein Bestes, ich versuche Spaß dran zu haben. Nein, ich habe Spaß dran, lerne geradeaus zu gucken und hoffe, ihr habt genauso viel Spaß mit mir. So, was könnt ihr jetzt gewinnen? Ach so, ganz wichtig noch. Für die, die öfters bei YouTube kommentieren, die wissen das natürlich, aber es gibt ja durchaus auch ein paar neue. Die wissen das dann noch nicht. Ihr müsst sichtbarer Abonnent bei mir sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Ansonsten funktioniert das leider nicht. Also es ist super, das Like, es ist super, wenn ihr kommentiert, dann kann ich euch nämlich auch antworten. Abonnieren, wie gesagt, sowieso, aber ihr müsst sichtbarer Abonnent sein. Falls ihr nicht wisst, wie das geht, schaut mal bei Claudis Welt rein. Die hat das super hingekriegt. So, und jetzt zeige ich euch erstmal, was es zu gewinnen gibt. Das ist eigentlich das Allerwichtigste, oder? Dann legen wir mal los. Also, da hätten wir eine schöne Serviette. Was heißt eine? Das sind mehrere. Es sind 20. Dann haben wir dieses niedliche, kleine. Die Ostereier hat er das jetzt? Machst du das jetzt scharf? Er will jetzt gerade nicht. Aber ihr habt es ja gesehen. Das hat mit Ringlicht übrigens echt besser funktioniert, dass der die Sachen sofort scharf gemacht hat. Ich habe das jetzt doch mal eben probiert. Aber sorry, dann seht ihr nichts mehr von mir, weil das Ringlicht sich die ganze Zeit in den Gläsern spiegelt. Ich weiß auch noch nicht. Ich werde das irgendwann nochmal hinkriegen. Zwischendurch zermürbt es einen, aber egal. Ich schweife wieder ab. Weiter geht's. So, jetzt gibt es ja leider noch keinen Duft. Oh, ihr müsstet das riechen. Die riechen so herrlich, diese Green Leavers. Ja, also da habt ihr auch bestimmt Spaß dran. Ja, und jetzt kommt einfach, ist das nicht niedlich? Och, ich finde die so putzig. Guckt mal, mit kleinen Häschen und Eiern und Aufsteckern. Easter Decoration, 21 Teile. Da lohnt sich das Mitmachen doch schon, oder? Ich habe wieder nach rechts geguckt, habt das gemerkt? Da lohnt sich das Mitmachen. So, und da ich ja immer noch ein Beauty- und Food-Kanal bin, muss natürlich die Food-Maske, ja, was ist eine Food-Mask? Ja, ist jetzt die Frage, gilt eine Maske, die mit Eiern ist, als Food-Mask? Egal, die, ich hätte übrigens gerne ein Foto von demjenigen, der das gewinnt, ne? Nee, Quatsch. Da, ihr dürft auch so mitmachen. So, und last but not least, Food-Kanal heißt auch was zu essen. Also schöne kleine Schokis. So. Bin heil geblieben. Keine Bruchschokolade. Ich werde sie euch auch gut verpacken.
angucken. Also wenn die dann kaputt angucken, nicht meine Schuld. Müsst ihr euch bei DHL beschweren. Oder Hermes oder wer auch immer. So, ich zeige euch also nochmal, was ihr jetzt alles gewinnen könnt. Da wäre Nummer 1. Dann die Servietten. Nummer 2. So. Die Sheetmask Nummer 3. Die Teelichter. Oh Gott, mein Finger. Nummer 4. Und die Ostersachen. Also ich glaube, das ist doch mal was, was sich für eine Verlosung lohnt, oder? So. Oh, ich habe ja noch was vergessen. Hilfe, guck mal, die Eierchen. Also wie viele Teile haben wir jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Teile sogar. Hey, hey. So, was ihr dafür tun müsst. Für diejenigen, die es nicht wissen. Was nehmen wir denn für ein Hashtag? Ja, ich überlege mal gerade. Ich würde sagen, ganz einfach, wir nehmen Ostern. Hashtag Ostern. Das passt gut. Ja, und die, bis wann lassen wir es laufen? Ich würde jetzt sagen Sonntag, damit es dann auf jeden Fall rechtzeitig nächste Woche bei euch ankommt, weil man weiß ja noch nicht, wie sich das jetzt hier alles so entwickelt mit Lockdown, wie dann ausgeliefert wird etc. Also deswegen, ich denke, Sonntag ist ein guter Stichtag. Ja, und wie gesagt, macht fleißig mit, abonniert meinen Kanal, den Daumen nach oben. Ja, und wie gesagt, ein Kommentar. Kommentar mit Hashtag. So, dann wäre das meine erste Verlosung mit euch. Aber ich glaube, die erste von vielen, weil ich habe selber Spaß daran, sowas zu verlosen. Ich weiß ja noch, wie es mir ergangen ist, wenn ich was gewinne. Ist ja nicht so, als wenn ich nicht selber Abonnent bin und Fan von irgendjemandem. Und klar freut man sich dann, wenn man da irgendwas gewonnen hat. Also, jetzt wieder, wie lange sind wir dabei? 6 Minuten. Das ist jetzt doch mal ein humanes, kurzes Video gewesen. Ach Leute, ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Wirklich über jeden, der dazukommt. Ich freue mich so dermaßen. So, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis bald.